zusammen, Thomas von der Bikesport. Ich bin heute auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Mit dabei habe ich das BH Lynx 4.8. Das ist ein 29er, 120 mm Trailbike. Das Bike wiegt nur 11,5 Kilo. Und ich bin gespannt, was wir beide heute erleben. Das auffälligste Bauteil am Bike gleich vorneweg, der Split Pivot Hinterbau von US-Entwickler Dave Wiegel mit einer Dämpferanlenkung durchs Sitzrohr. Dieses trennt nervige Pedaleinflüsse von der Federwirkung und macht das Bike so ziemlich effektiv bergauf. Selbst im Wiegetritt geht noch ordentlich Kraft nach vorn. Im Topmodell finden sich am Vollcarbonrahmen nur die edelsten Parts. Geschaltet wird mit Shimanos Topmodell XTR. Gebremst wird ebenso hochwertig mit der MT8 von Magura. Gabel und Dämpfer kommen am Lynx von Fox, ebenfalls in der hochwertigsten Factory-Version mit Kashima Coating und ganz praktisch für Racer mit CTD Remote Hebel am Lenker. Das 29er rollt auf DT Swiss XM 1501 Blind One Laufrädern. Die Reifenkombi aus Michelins Wild Gripper vorn und Wild Racer hinten sorgen für ordentlich Grip im Gelände. Diesen kann das Bike bergab auch gebrauchen. Dank kurzem Hinterbau ist das 29er super wendig und verspielt und lässt sich mühelos um enge Spitzkirchen zirkeln. Die Kampfbahn für die Trail-Rakete aus dem Baskenland ist der Flow Trail. Bei hohen Geschwindigkeiten lässt sich das Bike gut kontrollieren. Wird das Gelände ruppig, dämpft das Fahrwerk die Schläge sauber weg. Allerdings, wenn es zu wild wird, freut man sich über die versenkbare Sattelstütze. Denn die wird eigentlich erst im 2015er Modell serienmäßig verbaut und verschafft dem Bike nochmal ein bisschen mehr Abfahrtspotenzial. Kleine Kritik, die Sattelstütze kann aufgrund des geknickten Sattelrohrs nicht komplett versenkt werden. So, ich bin zurück von meiner Testfahrt mit dem BH Lynx 4.8. Ich muss sagen, das Bike ist wirklich eine Trailwaffe. 11,5 Kilo, wunderbar bergauf zu pedalieren. Die Kombination zwischen 29er und 120 mm Federweg ist wirklich prima fürs Mittelgebirge. Ein Trailbike, wie man sich will. Vor allem durch den kurzen Hinterbau. Ist wunderbar wendig, lässt sich mühelos durch die Spitzkehren manövrieren. Ansonsten, klasse Ausstattung, auch beim Bergab. Sicherheit, liegt gut auf dem Trail. Ich muss sagen, das Bike hat mir Spaß gemacht. Klar, 6.900 Euro ist eine Menge Geld. Wer bereit ist, das zu investieren, kriegt ein schönes Trailbike von BH. Ich verabschiede mich. Ich drehe jetzt noch eine Runde. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ciao.